Vielen Dank. Und jetzt begrüßen wir ganz herzlich den Bundesvorsitzenden der Partei Deutsche Mitte. Hier ist Christoph Hörstel. Moin, mein Lieber. Schön, dich zu sehen, Woiner. Vielen Dank. Woiner ist die Seele unseres Betriebs. Woiner ist die Musik unseres Betriebs. Woiner ist die Schwingung unseres Betriebs. Was ist unser Betrieb? Wir sind eine vollkommen neue Art von politischer Partei. Wir haben so ein ganz kleines, schickes System, wie wir diesen Laden Deutsche Mitte beisammenhalten, indem wir eben nicht... Ja, beruhigen Sie sich einfach wieder, Gnefrau. Ja, das ist Demokratie-Lautstärke. Manchmal zu Wahlzeiten besteht die Demokratie auch in einem Stück Lautstärke. Damit kommen wir klar. Es geht dann auch wieder vorbei. Naja, ich habe 3 Bücher geschrieben, die waren auch nicht ganz leer. Sonst hätte kein Verlag sie gedruckt, glaube ich. Sie haben übrigens auch einen Job eingetragen, diese 3 Bücher, nämlich Coach für Landeskunde Afghanistan am Zentrum Innere Führung der Bundeswehr. Und naja, wie das eben so ist, nicht alles, was man unseren Soldaten zu Afghanistan sagen muss, trifft auf ungeteilten Beifall einer korrupten Bundesregierung. Ja, wie ist das? Wie halten wir einen Betrieb wie eine Partei zusammen anders als andere Parteien? Zunächst mal sind wir vom Selbstverständnis her ja nicht zunächst Partei, sondern erstmal Bewegung. Menschen kommen zusammen, weil sie glauben, Politik geht anders. Wie anders denn? Ethisch. Ganz einfach. Politik geht ausnahmsweise auch mal anständig. Wie kompliziert ist das denn? Gar nicht. Man muss es nur machen. Das ist das Thema. Korruption, die ist kompliziert. Da muss man lügen und betrügen, muss die Medien gleichschalten, muss die Volksvertreter im Parlament so, ich will mal sagen, sanft am Arm drehen, ja, bis sie so abstimmen wie gewünscht. Das ist unser Betrieb heute. Und schmieren muss man den Betrieb. Das ist richtig teuer. Übrigens, gegen den Islam haben wir gar nichts. Herzlich willkommen. Sagen wir ausdrücklich. Wir haben übrigens auch nichts gegen Juden, Buddhisten und auch nichts gegen Atheisten. Ich finde es entscheidend wichtig, dass wir begreifen, dass Kräfte, die unsere Menschen auseinanderbringen und gegeneinander hetzen wollen, eindeutig die Kräfte sind, die Korruption benutzen, um dreckige Ziele durchzupeitschen. Ich komme nochmal zurück zur Deutschen Mitte. Wie bleibt eine Bewegung beisammen? Ein wichtiges Mittel dafür ist, dass man nicht Mehrheitsentscheidungen trifft. Sie können sich das leicht vorstellen. An 20 oder 120 Entscheidungen, bei denen es vielleicht 40-60 ausgeht, vielleicht auch mal 70-30, aber eben leider auch ziemlich häufig 51-49, da fängt eine Bewegung an, sich langsam zu spalten und in Gruppen zu zerfallen. Was wir machen, ist etwas anderes. Das steht in unserem Statut, Paragraph 40. Das nennt sich Konsensieren. Wenn es mehrere Vorschläge gibt, dann setzt man sich zusammen und stimmt ab, welcher Vorschlag kriegt denn die meisten Stimmen und dann die zweitmeisten Stimmen, die drittmeisten. Und dann sieht man schon, aha, ein Schwergewicht ist auf diesem Gebiet. Und was tut man dann? Dann macht man einen redaktionellen Vorschlag, wie man mehrere der ganz populären Vorschläge zusammenführt. Und dieser Vorschlag wird dann gewöhnlich mit deutlich über 90% der Stimmen angenommen. Und die ganze Bewegung bleibt beisammen. Und man hat ein Bild der Meinung der beteiligten Menschen, statt dass man einige ausgrenzt oder eben ein großer oder kleiner Haufen mit der Faust in der Tasche zornig weggehen muss. Dieses System wenden so seltsame Völker wie die Afghanen an. Da habe ich das kennengelernt. Da diskutiert man über wichtige Fragen, die über Existenz und Wohlergehen von Menschen entscheiden. Wasserrechte zum Beispiel in Afghanistan, sehr wichtig, da werden Kriege drum geführt. Entscheidet man in den Stammesgesellschaften im Konsens?
Wir in den sogenannten westlichen Demokratien, die wir dieses Prinzip nicht anwenden, sind ja so sagenhaft stolz auf unsere Zivilisation. Das ist völlig unbegründet. Auf unsere Mehrheitsentscheidungen können wir nicht stolz sein. Stolz sein kann man in Afghanistan über eine zivile Leistung, ein Volk in großen existenziellen Schwierigkeiten. Mit Analphabetismus, kein Schulsystem, große Armut, eines der ärmsten Länder der Welt, wie man ein Volk trotzdem so zusammenhalten kann, dass Supermächte, und zwar drei in einem Jahrhundert, sich daran die Zähne ausbeißen. Das ist eine riesige Leistung. Von Afghanistan lernen heißt also auch Zusammenhalt lernen. Ich habe drei Bücher über das Land geschrieben, vielleicht nimmt man mir das ab. Ich halte es deswegen für wichtig, dass wir bei der deutschen Mitte dabei bleiben, dass wir konsensieren und nicht einfach reine Mehrheitsentscheidungen haben. Übrigens bin ich auch gar nicht zu schüchtern zu sagen, dass ich das ja auch nicht alleine gelernt habe, dieses Konsensieren, sondern ich habe, wie oft in unserem Programm und in unserer Satzung, abgeguckt bei guten anderen. Und das Konsensierungsprinzip, kann ich sagen, kommt von einer netten Piratin namens Jana Buchmann. Die hat darüber wissenschaftlich gearbeitet. Und ich bedanke mich bei ihr und freue mich, dass die deutsche Mitte dieses übernehmen konnte und dass der Bundeswahlleiter zugestimmt hat, dass wir das dürfen, obwohl im Parteiengesetz eindeutig Mehrheitsentscheidungen vorgeschrieben sind. Aber wir machen eben die Mehrheitsentscheidung nach dem Konsensieren. Und da gibt es Gott sei Dank keine Vorschrift dagegen. Das ist toll. Wie geht anständige Politik? Anständige Politik geht, indem man sagt, regieren heißt dienen, nicht herrschen. Wirtschaft soll den Menschen dienen, nicht umgekehrt. Und wir meinen auch, dass die Früchte der Arbeit der Bürger den Menschen zugutekommen sollen und nicht vielleicht vorrangig zum Beispiel Bankstern. Denn davon haben die Menschen sehr wenig, wenn sie die Banken reich machen und die großen Konzerne. Und dass das eine ernsthafte Macht ist, das wissen wir. Nicht nur durch die Studie der sehr berühmten und renommierten, mit Recht renommierten Schweizerischen Universität ETH, die Eidgenössische Technische Hochschule. Die hat in einer Studie 2010 herausgefunden, alle Banken weltweit bilden ein Kartell. Und sie hat herausgefunden, 147 Konzerne mit ihrem globalen Netzwerk beherrschen 40% des globalen, des weltweiten Warenaustauschs. Das nenne ich Konzentration. Das nenne ich Marktmacht. Und leider Gottes wird diese Macht immer wieder politisch missbraucht. Und im Moment bringt uns diese Macht an zwei Wendepunkte auch der deutschen Geschichte. Das eine ist ein Finanzcrash, der droht, wovon in den Zeitungen nur am Rande die Rede ist und auch nur im Wirtschaftsteil. Und dann sagen die Fachleute, ja, die Finanzlage weltweit sei volatil. Volatil kommt von Latein volare, fliegen. Ja? Da macht vielleicht mal irgendwas den Flattermann. Wie wäre es mit der Stabilität und unserem Wohlstand? Das ist dann nämlich weg, beides auf einmal. Und gerade wir Deutschen wissen aus unserer leidvollen Geschichte, wenn Wirtschaft und Finanzen krachen, dann kracht es vermutlich früher oder später auch militärisch. Und das ist die zweite große Gefahr, vor der wir stehen. Nicht, dass die Menschen sich in ihrer Masse dessen so richtig klar bewusst wären. Das wird ja auch zielgerichtet verhindert. Durch so etwas wie gleichgeschaltete Medien. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, wenn irgendwas Großes weltweit passiert, haben praktisch alle Zeitungen die gleichen Schlagzeilen. Und abends sehen Sie das noch in der Heute-Sendung und in der Tagesschau. Alles das Gleiche. Und die Botschaften sind auch gleich, denn das sind ja Botschaften. Berichterstattung kann man das nicht mehr nennen. Ich weiß vielleicht, wovon ich rede. Ich war 14 Jahre beim ersten deutschen Fernsehen. Das sind die Dinge, um die es tatsächlich heute geht. Aber was heißt das konkret für Niedersachsen? Und da fangen wir vielleicht mit dem größten Dreck an. Was ist denn der größte Dreck in Niedersachsen? Eindeutig die Asse. Da steht unser Plakat dazu. Was ist da los?
Jeden Tag fließen 12.000 Liter Wasser in die Asse. Und dort lagern über 126.000 Fässer oder die Reste von Fässern und atomar verseuchter Abfall, flüssig zumeist, schwimmt da in einer Brühe zusammen mit dem nachlaufenden Regenwasser. Das ist in der Asse los. Wer hat diesen Dreck angerichtet? Das war die damalige Bundesumweltministerin Dr. Angela Merkel. Die war schuld an diesem Dreck. Und jetzt frage ich Sie, wenn Sie jetzt Frau Merkel wären und Sie haben als Umweltministerin so ein bisschen Pech gehabt und dann haben Sie die Asse verschuldet und dann ist da dieser Dreck und der gefährdet das Grundwasser und damit gefährdet er die Gesundheit der Menschen. Wissen Sie, was passiert, wenn dieses Becken, dieses Salzbecken im Assestock, wenn das leck wird und wenn der ganze Giftmüll radioaktiv verseucht, wie er ist, ins Grundwasser gerät? Kann ich Ihnen sagen, dann werden Sie diese Region entvölkern müssen. Die Menschen werden umsiedeln müssen, alle Tiere werden umgesiedelt werden müssen, alle Kühe, alle Schweine, Pferde, Hühner, Gänse, alles, was da rumläuft. Und was da nicht weggeht, wird vergiftet werden, tödlich vergiftet werden. Das ist die Zukunft der Region um die Asse. Und wenn Sie das verursacht haben als zuständiger Bundesminister, was machen Sie dann als Kanzler? Nur so eine kleine Frage. Und jeder normale Mensch wird mir antworten, oh, ich schaue sofort, dass das auf jeden Fall bereinigt wird. Was macht Frau Merkel mit der Asse? Sie hat den Dreck angerichtet. Sie hat ihn als Kanzlerin nicht beseitigt. Ich werfe Frau Merkel vor, absichtlich einen Teil Deutschlands vergiften zu wollen. Darum geht's tatsächlich. Gehen Sie ruhig weiter einkaufen. Die deutsche Mitte wird helfen, dass sich das ändert. Aber wählen müssten Sie uns schon, damit wir dafür jedenfalls ein Mandat bekommen. Ansonsten natürlich bleibt immer, dass wir die krebserkrankte Bevölkerung irgendwo mit Chemotherapien weiter vergiften. So sieht's aus mit der Asse in Niedersachsen. Verschuldet durch Frau Merkel, fortgeführt durch Frau Merkel, vermutlich bis zum bitteren Ende. Wir schauen auf den nächsten Dreck in Niedersachsen. Das ist an Wümme und Aller. Was wird da gemacht? Fracking wird da gemacht. Auch da wird Grundwasser vergiftet. Auch da wird das Erdreich vergiftet, weil giftige Chemie in den Boden gepresst wird für ein bisschen Öl und Gas, das man anders nicht abbauen kann. Solche Methoden nennt man auch Raubbau. Und man hinterlässt nicht verbrannte Erde, aber kaputtes Land und, wie wir inzwischen wissen, kranke Menschen. Die Krebsrate an Wümme und Aller ist gestiegen. Nicht, dass unsere Medien uns darüber informieren. Nicht, dass sie beruhigt in die Tagesschau gucken können. Herzlich willkommen. Weil sie da Nachrichten kriegen, die das Wort wert sind. Ich habe 14 Jahre im Nachrichtenbereich der ARD gearbeitet. Als Reporter, als Kriegsreporter, als Chef vom Dienst, als Reporter im regionalen Bereich und im internationalen Bereich. Ich weiß, dass dort systematisch daran gearbeitet wird, dass bestimmte Informationen die Bevölkerung nicht erreichen. So sieht's aus. Und das ist das Gegenteil von dem, was im Rundfunkgesetz steht. Und das ist etwas, was wir auch noch monatlich mit Gebühren unterstützen sollen. Und deswegen weigern sich inzwischen Millionen. Die deutsche Mitte will nicht mehr, dass das Volk für den Betrug an ihm selbst auch noch bezahlen sollte. Wir sind für die Abschaffung der GEZ. Aber das können wir nur, wenn sie uns wählen. In 6 Tagen ist Tag der Entscheidung. Sie hätten eine Chance.
Wir schauen auf weitere Dinge, die uns gar nicht zufrieden machen, die auch ein bisschen mit Dreck zu tun haben, aber vor allem auch mit einem Stück Unterdrückung einer großen deutschen Firma, die ganz hier in der Nähe produziert. Ich spreche von Volkswagen. Wir sind dafür, dass alle Firmen weltweit saubere Autos bauen. Wir glauben nicht, dass diese hoffnungslos veraltete Technik mit Puff-Puff-Zylinder, die sich auf und ab bewegen. Ich bin damit groß geworden. Ich liebe den Geruch von Abgas, muss ich sagen. Ich bin richtig autoaffin. Ich interessiere mich dafür. Aber das ist nicht sauber genug für die Zukunft der Menschen. Und deswegen brauchen wir vollkommen neue Technologien. Und die Batterietechnik ist es natürlich auch nicht. E-Autos sind auch alter Gammel. Nicht mal die Brennstoffzelle ist ausreichend. Es gibt neue Technik durch übereffiziente Maschinen, die nicht entwickelt werden darf, weil dann ein riesiges globales Energiekonzernkartell sehr viel Geld verlieren würde. Und deswegen hat der deutsche Professor Turto mir eine Liste zugeschickt mit 13 amerikanischen Wissenschaftlern, die genau an solcher neuer menschen- und naturfreundlicher Technik gearbeitet haben und dafür ihr Leben lassen mussten. Das ist das Thema. Wir müssen uns entscheiden, wollen wir weiter mit umweltschädlicher Technik leben oder wollen wir etwas ändern? Aber wir müssen uns auch zu einer weiteren Angelegenheit entscheiden. Wollen wir zuschauen, wie Washington entscheidet, dass der Hauptschuldige im Abgasstreit Volkswagen sei? Alle haben dreckige Motoren abgeliefert an die Kunden, aber Volkswagen wird gerade weiterhin exemplarisch bestraft. Und wenn wir nicht begreifen, dass entweder wir Deutschen unsere eigene Industrie unterstützen, allerdings unter der Maßgabe, saubere Motoren zu bauen, oder aber niemand tut das, was sind wir nur für ein komisches Volk geworden, dass unsere Medien tatsächlich sagen, jetzt muss Volkswagen auch noch in Europa hart bestraft werden. Hallo? Haben die vielleicht verschlafen, diese sogenannten Journalisten, dass kein Autokonzern der Welt so hart bestraft wurde wie Volkswagen? Das ist auch nicht in Ordnung. Und das hat auch mit Dreck zu tun, nämlich mit Korruptionsdreck. Volkswagen ist nicht der Hauptschuldige in diesem Verfahren. Es ist die Gesamtlage in der Welt. Der Konzerne glauben, sie können tun und lassen, was sie wollen. Das ist schlecht. Das wollen wir nicht. Aber wir wollen auch nicht, dass Volkswagen alleine die Zeche zahlen soll. Nächster Punkt. Wenn Sie Familie haben, wenn Sie zu den älteren Mitbürgern gehören, dann droht Ihnen Armut. Altersarmut ist ein Thema in Deutschland. Die Löhne sind so niedrig, dass man weiß, wer unter 10 Euro verdient, 10 oder unter 10, wird im Alter arm sein. Wie kann man nur solche Löhne überhaupt vereinbaren, bei denen Altersarmut programmiert ist, ohne die Menschen abzusichern? Wir von der Deutschen Mitte fordern deshalb ein Grundeinkommen für alle. 1.200 Euro pro Nase. Darunter geht nichts. Alte, junge, Eltern, Mütter, Väter, alle. Jeder Einzelne. Und jetzt sagen Sie vielleicht, hupsa, wer soll das finanzieren? Das ist doch gar kein Problem. Deutschland zahlt jedes Jahr 56 Milliarden Euro Zinsen auf seine Verschuldung an Bankster. Das Wort ist heute schon mal vorgekommen. Ich erinnere noch mal dran, alle Banken weltweit bilden ein Kartell. Und die sahnen ab, ob sie sich Zigaretten kaufen, eine Handtasche kaufen, ein Bier kaufen, 30-40% Zinsen. Und wenn sie sich ein Haus kaufen, eine Wohnung, dann wird richtig hingelangt. Unser Experte, Professor Dr. Berger, sagt, 70% Zinsen stecken in einem Haus. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Überlegen Sie einmal, wie weit verbreitet Immobilienbesitz auch in Deutschland wäre,
wenn alle Immobilien 70% weniger kosten würden als heute? Womit verdienen eigentlich die Bankster, dass man ihnen dermaßen viel Geld in den Rachen wirft? Ich kann Ihnen sagen, wie. Durch Korruption. Das ist das Thema unserer Gesellschaft. Und so gibt es einen ernsthaften 82-jährigen Anwalt in der Schweiz, Jean Ziegler. Der ist Beauftragter für Welternährung der Vereinten Nationen. Dieser Mann war so sauer über die Korruption, dass er gesagt hat, die Systeme der G20-Staaten, das ist diese Gruppe der 20 einflussreichen Wirtschaftsmächte weltweit, die sich in Hamburg getroffen haben, und da gab es ein bisschen Ärger und Randale. Das sind Scheindemokratien. Sie haben alles, was eine Demokratie ausmacht. Sie haben Wahlen, sie haben Parlamente, sie haben Medien. Aber sie funktionieren nicht wie eine Demokratie. Sie sind Demokratie-Simulationen. Sie tun so, als ob. Tatsächlich, sagt er, regiert in diesen Ländern das Finanzkartell. Auch Deutschland gehört dazu. Frau Merkel entscheidet nichts. Bankster entscheiden, wie in Deutschland Politik gemacht wird, sagt nicht nur Jean Ziegler. Auch der ehemalige Chef des Europäischen Korruptionsbekämpfungsinstituts, Dr. Wolfgang Hetzer, hat sein erstes Buch mit einem eindeutigen Titel versehen. Der Titel lautet Finanzmafia. Und es ist bedauerlich, dass das einzige Mitglied des Bundestages, das es wagt, diesen Begriff Finanzmafia in den Mund zu nehmen, Frau Dr. Sarah Wagenknecht von der Linkspartei ist. Das ist jammervoll. Das zeigt, dass dieser Bundestag die Möglichkeit hätte, die Tatsachen zu benennen. Aber er tut es nicht. Wen vertreten unsere Volksvertreter? Und deswegen neige ich dazu, unsere Volksvertreter etwas verkürzt als Volkstreter zu bezeichnen. Verdammt nochmal. Wenn Eltern sich dazu entschließen, Kinder zu bekommen, sollen sie nach dem Willen der deutschen Mitte 50% mehr Kindergeld bekommen, damit das nicht zu Armut führt, zu sozialer Ausgrenzung und zum sozialen Abstieg, zum finanziellen Abstieg genauer gesagt, nicht sozial. Sozial abgestiegen ist die Bundesregierung in meinen Augen. Zum finanziellen Abstieg der Menschen, wenn sie sich entschließen, Nachwuchs zu bekommen. Eltern müssen sichergestellt werden, dass ein Elternteil sich 3 Jahre lang um den Nachwuchs kümmert und erst dann in eine Kindertagesstätte gibt, die allerdings Pflicht sein sollte, vorzuhalten. Das ist wichtig. Warum zahlen wir denn Erziehungsgeld nur 1 Jahr, wenn wir wissen, dass 3 Jahre nötig sind? Die deutsche Mitte wird 3 Jahre einrichten. Kindergeld 50% plus. Das Geld nehmen wir von den Bankstern. Elterngeld 3 Jahre. Das Geld nehmen wir von den Bankstern. Und nebenbei gesagt, Banker werden nicht wirklich arm werden. Daran haben wir kein Interesse. Fahrt eure Ferraris, bezahlt eure 120 Frauen, bezahlt eure Villen, eure Inseln und bezahlt eure Bodyguards. Aber greift nicht mehr ins Regierungsgeschehen ein. Wir wollen nicht, dass Regierungen nach der Pfeife von Bankstern tanzen müssen, wie heute in Berlin. Das ist für uns alle wichtig, dass wir das lernen. Wenn wir damit nicht aufräumen, werden diese Dinge kommen, die wir in Deutschland nicht noch einmal erleben wollen. Finanzcrash und dann ein gepflegter Krieg. Soll ich Ihnen mal kurz aufzählen, an wie vielen Punkten der Welt das heute vorbereitet wird? Sie alle denken an die Ukraine, wo eine Regierung mit westlicher Unterstützung das eigene Volk mit Bomben und Raketen täglich terrorisiert im Donbass. Davon wird hier nicht geredet. Wir schauen nach Syrien,
die größte Flüchtlingsbewegung seit dem Zweiten Weltkrieg. Und Frau Merkel mit ihrer korrupten Hochverratspolitik hat diese Menschen massenhaft nach Deutschland geschaufelt. Mit dabei 60.000 Terroristen, Häuserkämpfer, Kopfabjäger. So sieht's aus, sagen uns Polizisten, die es wissen müssen. Das ist das Gegenteil von Politik. Das ist einfach nur noch kriminell. Und dann schauen wir nach Jemen. Kriegsvorbereitung gegen Iran. Das ist jetzt schon Nummer 4. Dann schauen wir auf Nord- und Südkorea. Amerika hetzt. Nordkorea ist bestimmt keine Vorzeigedemokratie, ganz sicher nicht. Aber dieses Volk muss das Recht bekommen, seine Bodenschätze zu einem angemessenen Preis zu verkaufen. Die Armut kommt daher, dass wir Korea bedrängen, wie fast kein Land der Welt. 5. Krise im Chinesischen Meer, mit Japan, mit allen Nachbarn. Die USA halten das für ihren persönlichen Swimmingpool. Das ist aber nicht wahr und nicht rechtens. Und schließlich Eskalation in der Arktis. Bisher sind dort amerikanische Truppen, amerikanische Luftwaffe alleine umhergeflogen und marschiert. Und jetzt zeigen sich dort auch die Russen. Diese 7 Konfrontationsherde können doch nicht dazu beitragen, dass der Frieden weltweit sicherer wird, oder? Wir von der deutschen Mitte fordern Schluss mit dem Krieg, soziale Gerechtigkeit, angemessene Finanzunterstützung für Familien, kleinere Schulklassen, Großinvestitionen in die Bildung. Wir wollen Solidarität durch ein Grundeinkommen für alle, gegen Altersarmut, gegen Finanzschwäche bei jungen Familien und für einen gesunden Start in ein vernünftiges Berufsleben für junge Menschen auf sicherer wirtschaftlicher Grundlage. Wir wollen ein gesundes Gesundheitssystem und nicht ein Krankheitssystem, in dem die Pharma-Mafia bestimmt, was für Pillen wir fressen sollen, die uns nur kränker machen. Wir wollen ein vernünftiges Miteinander von Naturheilkunde und modernen Errungenschaften. Es gibt ja auch gute Pillen, Aspirin kann man empfehlen, andere eben nicht. Und vor allen Dingen wollen wir die freie Wahl der Menschen, dass sie selbst bestimmen dürfen, wie sie sich therapieren lassen, dass sie selbst für ihre Gesundheit besser sorgen können mit finanzieller Unterstützung der Gemeinschaft. Das wäre wichtig. Korruption, Profitgier haben im Gesundheitssystem nichts zu suchen und auch sonst sind sie eher schädlich. Unser System ist krank und deswegen geht es immer mehr Menschen schlecht. Was bedeutet das denn, wenn 1% der Menschen in Deutschland genauso viel besitzt wie die ärmere Hälfte der Bevölkerung zusammen? Soll das gerecht sein? Wenn ein Firmenboss, ein Chief Executive Officer, CEO heißt das auf Deutsch, ja? Wenn so ein Mann 200 Mal mehr verdient als sein Pförtner, das ist krank. So viel ist der Mann nicht wert. Das geht auch nicht mit rechten Dingen zu, dass solche Gehaltsspannen da sind. Die deutsche Mitte steht für anständige Politik. Wir meinen, Politik geht anders. Wir sagen Ihnen, Sie haben endlich eine Wahl am Sonntag. Sie können eine andere, eine ehrlichere Politik wählen. Deutsche Mitte. Vielen Dank.